voll das gehen? Ich weiß es nicht. Warte auf ihren Lebenspartner. Partner. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Sollte es das? Es gibt ein draußen? Als Gamer kennen wir sowas nicht. Ich habe gerade nichts erreicht. Ja, wir müssen es zu zweit machen. Geh du wieder rüber. Ronimo. Und jetzt müssen wir tauschen, ne? Fertig? Leg los. Ui. Irgendwie war so das bestimmt nicht gemeint. Ja, so musste ich das machen. Okay, und wie kriegen wir dich jetzt hier hoch? Ja, das ist die Frage. Warte. Ich hab's. Spring mal. Vertrau mir. Bist du aber wieder unten? Ja, aber wie soll das sonst gehen? Indem du nicht runtergesprungen wärst. Geh noch mal nach unten. Leg noch mal nach oben. Musst du denken. Ui. Und jetzt setzt du dein rotes Portal wieder wie eben. Na dann, komm mit mir. Erster. Aber. Nein, ist noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Das ist kein Wettbewerb. Ja, sagt ausgerechnet der, der Wettbewerb liebt. Und den allen der Beste sein will. Oh, süß. Auf den Würfel. Wo müssen wir den jetzt hinbringen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, du brauchst mich gar nicht. Jetzt brauche ich dich. Glaube ich. Ja, jetzt darfst du fliegen. Okay. Yippie! Kannst du vielleicht irgendwas Tolles tun? Ja, du kannst mich nach oben halten. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Oh, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Oh, in uns steckt mehr. Das war Kompliment. In uns steckt mehr. Mehr Zuversicht wohl eher. Oder verzweifelte Hoffnung. Trifft's eigentlich auch ganz gut. Deine Schultern sind mit deinem Kopf befestigt. Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Mir ist gerade schlecht geworden. Helfer! Passt. Ach, man hätte auch laufen können. Nein, nicht ganz. Drück mal den Knopf. Wo ist ein Knopf? Bei dir. Wo ist bei mir? Ach, gut, du fliegst wieder. Du kannst das ja so schön. War hier nicht irgendwo ein Knopf? Da oben. Du musst erstmal wieder rüberfliegen. Aua. Und da oben Knopf drücken.
das müssen wir anders machen. Soll ich warten? Muss den Knopf vielleicht gleich nochmal drücken. Du kannst den Würfel auch. Ach stimmt, wir müssen ja Portale nutzen, das ist ein Teil im Weg. Drück Knopf. Ist schon längst gedrückt. Ich hab meinen Würfel. Du bist böse. Ich mein Schatz hier und meinen Würfel. Wie komme ich jetzt hoch? Indem du fliegst. Ich hasse es jetzt schon. Ui. Oh, Vorsicht, so viele Umarmungen Wiesen. Können dazu führen, dass ich euch endgültig demontiere. Ach cool, ich hab eine Antenne. Und sie steht aufrecht. Das machst du. Sehr gut. Nein, so funktioniert das doch nicht. So, einmal da. Und einmal da. Drück Knopf. Drück Knopf. Gut gemacht. Ich bin jetzt in der Endlosschleife. Dann drücke ich gleich nochmal einen Knopf. Okay. Ah, alles läuft wunderbar. Sehr gut. Alter! Ja! Wie halte ich an? Oh. Du hast angehalten. Jo. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Natürlich. Mach die Welle. Nein. Ja, ich weiß, bin ich. Zu viel Wissenschaft. Du weißt, dass wir gerade lernen. Wir lernen? Wir lernen total. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue, du bist das beste Robotermodell. Dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Auf die Plätze, fertig, sterben! Ich hab schlechte Erinnerungen. Das kommt noch. Wie funktioniert das hier nochmal? Gute Frage. Ich mach Laser und werde dann gleich mein Leben. Komm mal erstmal weg. Ich bin kein Portal, ich laufe wieder mein Leben. So. Wohin muss der Laser? Den Laser muss ich lenken. Er kommt dann hier an. Und ich muss dann was tun? Okay, das Ding zieht dann nach oben. Ach, ja, ja. Und da musst du hier runterspringen, da oben raus. Dann fliegst du hier dagegen, dann fliegst du ganz nach da hinten. Oder wollen wir Rollentausch spielen? Nein. Beeil dich. Ja, wenn du mich auch hochlassen würdest, würde es vielleicht funktionieren.
Es hat funktioniert. Weg, mein Engel. Okay, wir müssen es zu zweit machen. Spring du mal. Irgendwie war das so vielleicht nicht vorgesehen. Oder benutzt den Würfel. Ja, ich bin dabei. Oder ich mach's erstmal andersrum. Sehr gut. Ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient. Ach nö. Fühlt sich wie Superman, ja? Akrobatisch begabt. Oh, mir nächstes Obwohl, Charakter. Nämlich ist der Charakter ist akrobatisch begabt. Was soll das jetzt heißen? Naja, akrobatisch begabt, naja. Ich bin sehr gelenkig, wenn ich will. Aha, wann? Hey, manche Sachen nur einmal. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Okay. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Falsches Portal! Das war lustig. Schick dich! Ah, ich erinnere mich. Welchen Part willst du spielen? Was hab ich jetzt gemacht? Schlechtes Timing. Nochmal. Ja, deswegen habe ich erstmal fragen wollen, welchen Teil du übernehmen willst, anstatt dass du einfach fängst. Okay. 3, 2, 1, los! Okay, 2 Sekunden warten sind zu wenig. Ich muss warten, oder? Ach, hier nicht. Du musst zuerst. Achso? Wir können aber auch Rollen tauschen. Okay. Ich springe in 3, 2, 1. Ich springe! Ich dachte, wir tauschen Rollen. Deswegen habe ich gerade gefragt, du sagtest okay. Nein! Ich sagte, wir können auch Rollen tauschen. Du sagtest okay. Nein! Doch, sagtest du. Ich höre mir das nachher an. Und weh, ich hatte recht. Ich habe recht. Willst du wetten? Irgendwie schon. Bis du dann merkst, du hast mir nicht zugehört? Bis du dann merkst, dass ich generell recht habe. Ich bin eine Frau. Ich krieg meine Portale nicht gewechselt. So, kein Bock. Immer noch nicht. So, jetzt. Okay, ich springe in 3. Zwei. Spring doch einfach. Ich springe. Das braucht viel zu lange. Kann ich mir in der Zeit noch einen Kaffee machen? Eine kleine schlechte Idee. Können wir Rollen tauschen? Nein. Was kannst du eigentlich? Gut, wir tauschen jetzt Rollen. Nein! Ich sagte nein! Ich höre Beschwerden, dann tauschen wir Rollen.
Ein Versuch gebe ich dir. Dann will ich jetzt aber auch keine Beschwerden mehr hören. Geblieben. Ich hab's gemerkt. Da steht das Timing immer noch nicht. Das Würfel fliegt, geht in die Röhre und bleibt dann einfach hängen. Probier's mal so. Aber Hauptsache erstmal sich so genieren. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt da das Dings angehalten. Hier brauche ich dich. Du musst da irgendwie rein, in dem riesen Propeller. Ich brauche hier einen Laser. Wo bist du denn? Ich bin schon längst im Propeller. Ach so. Da hinten rausschießen, bitte. Gerade, wenn möglich. Gerade geht nicht. Ein bisschen mehr gerade in die andere Richtung. Au. Au. Ja, ist was gut. Nein, wieder. Noch ein Stück nach rechts. Dann nach rechts. Geht nach nicht. Nach rechts. Warte mal. Du hast mich schon dreimal hier abgelasert. Du kannst das. Jetzt die Hand zum Deckel. Zum Deckel. Der andere Deckel. Was tust du? Nein, das Portal war noch gut so. Das Portal hat nicht funktioniert. Das funktioniert. Ja, es kommt ein kleines Stück. Nein. Das geht nicht. Du machst so ein ganz kleines Stück nach links und dann... Okay. Dann haust du wieder 3 Kilometer nach rechts. So, kommst du? Wie denn? Wegen? Fliegen? Wo fliegen? Zum Propeller. Hä? Und wie fliege ich da hin? Mit Portalen. Ja, aber wie? Eins unten, eins fliegen. Ja, welches fliegen? Das Richtung... Propeller. Ah! Ich bin nicht bei dir. Ich kann da kein Portal setzen. Dass wir wenigstens sagen können, wo es ist. Direkt gegenüber. Ich habe das Bedürfnis, dich hängen zu wollen. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gehört. 3, 2, 1, los. Uiuiui. Treppen. Treppen. Nichts als Treppen. Habt
CD gefunden. Ah. Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Nee, nicht allzu und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Hast du alles gemerkt? Leider nein. Ich würde nur eines sagen, wenn Trump die Pläne in die Hände kriegt, na dann gute Nacht. Halt auch alles negativ über Trump zu reden. So schnell ist er gar nicht. Danke, dass Sie die Tests abgeschlossen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Okay. Dann fahren wir jetzt Teststrecke 1 und 2. Und beim nächsten Mal kommt Nummer 3. 4, 5 und 6. Dann bis zum nächsten Mal.